da haben wir eine Kirsche. Kann man die Gräber auch looten? Schade. Oh, mein Bein ist wieder wert. Oh, geil. Ja, aber das war jetzt halt eigentlich schon realistisch, oder? Oder ich sag mal. Ja, okay. Also die Gesundheit geht verfickt langsam rauf. Nee, das passt schon. Da kann ruhig das Blut ein bisschen schneller raufgehen, wenn die Gesundheit mittlerweile drin haben. Ja, ist auf jeden Fall viel besser wie Arma 2 Daisy. Alter, da hat dich eine Kugel getroffen und du bist verblutet, Alter. Da hast du so viel Bandage, kannst du gar nicht mitnehmen. Ja, du hast dich schon mal verbünden können, aber es hat sich halt nicht regeneriert. Ja, hast du immer fressen extrem viel reinhauen müssen oder ein Steak oder eine Bluttransfusion halt dran. Ja, eigentlich das Einfachste und das Beste war gebratenes Steak. Fleisch. Steak, ja. Jo, bis gleich. So, also du bist jetzt hier ziemlich in der Mitte beim Rathaus auf dem offenen Platz. Ja. Schau mal, ob ich da auch hinkommen kann. Heißt, ich muss da einmal durch das Industriegebiet. Mann, da kommt man nicht rein, was für die Scheiße. Beim Rathaus. Ja, hast wahrscheinlich keinen Termin. Ich habe immer einen Termin, ja. Ich bin eine halb Russin, halb Deutsche, aber mit der Gasmaske. Die russische Sniperin. Jo, da liegt einfach mal ein Zombie. Alter, ungelogen, auf dem Rathaus liegt einfach mal gar nichts. Gar nichts. Nicht mal, keine Ahnung, nicht mal eine leere Dose oder so. Was damals bei Arma 2 die gefunden hast. Ah, oh, das war aber auch cool. Einfach richtig Crap-Zeug auch zu finden. Das war eigentlich auch ganz cool. Ach, da liegt noch mal so ein Holster. Yes. In der Navy. Magazin. Eine Waffe, die ich nicht habe. Ah ja. Bringt mir es auch schon wieder gelb. Verpackte 9mm. Na, oh, nice. So, da ist es die Polizeiwache. Schauen wir mal, ob wir dich finden. Da werden Eckhäuser. Ich schätze mal, dann laufe ich da mal weiter. Ich nehme mal kurz das noch mit. Natürlich wieder rotes Bandana. Meine Gesundheit ist so gut wie voll. Hast du zufällig Shotgun, Mann? Munition, puh, ne. Was hast du überhaupt für eine Waffe? Das Jagdgewehr wieder, oder was? Was ist das? Die Winchester. Ah, okay. Und jetzt habe ich Shotgun-Munition gefunden. Man muss ja nur meckern. Ist halt echt so, ja. Mann, ich will jetzt unbedingt mal ein Auto finden. Das funktioniert. Es geht um die Ecke. LKW. Ja, oh, der LKW, das wäre auch mal nice. Weil so einen größeren Reifen habe ich auch schon wieder gefunden. Für ein LKW. Ich auch, ja. So, du bist jetzt bei Garagen.
könnte denn das wieder sein? Also, ich meine, wir können uns beim Rathaus treffen, wenn du das Rathaus schon gesehen hast oder als Anhaltpunkt hast. Okay, dann schaue ich mal, dass ich zum Rathaus komme. Da ist, glaube ich, die Feuerwehrstation, oder? Ja, da ist eine Feuerwehrstation. Wir sind wahrscheinlich nicht in der gleichen Stadt. Ja, vielleicht dadurch. Ja, Keine Ahnung, in welcher Stadt du bist. da ist Industriegebiet. Da ist relativ viel Industriegebiet bei mir. Ja, okay. Gehe ich trotzdem mal in diese Richtung, oder? Also bei der Stadtnähe. Da ist auch schon viel gelootet. Alter, wie viel Stockwerke hat das Haus bitte, oder? Das sind Garagen. Die sind aber alle zu. Ah, ne, das ist die Feuerwehrstation. Ups. Garagentore sind ja immer blau. Stimmt. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht eine Also ich bin in der Feuerwehr-Apps sind. Nähe vom Rathaus, also ich stehe praktisch direkt davor. Okay. Huch. Schaut gerade echt aus wie so ein Survivalist, Alter. Mit den Waffen, selbstgebauten Rucksack. Ja, kriege ich erstmal ein Horst rein. Danke, Talon. Vielen Dank. Ist auch wieder faszinierend, wie unsichtbar man ist, wenn man einfach bloß kriecht und nicht kriecht, einfach in der Hocke ist. Ja, ich weiß, Oscar. You, Sir. Ach man, so eine Axt wäre halt nice. Ich habe bis jetzt kein Zombie gekillt. Ich habe bis jetzt nur zwei Player gekillt mit Nahkampfwaffen. Ja, wie willkommen zurück, mein Freund. Danke für den Host. So, mein Blut und meine Gesundheit geht's auch wieder gut. Blut regeneriert noch ein bisschen Gesundheit. Anscheinend schon fertig. Ja, das ist ja Peanuts. Peanuts? Naja, im Peanut Butter Jelly Gegensatz Top dazu, Peanut. wie du vor einer halben Stunde noch ausgesehen hast. Ja, stimmt ja. Boah, Alter, alles rot. Dann schauen wir mal auf die Map. So, wo wären jetzt da das Rathaus? Ich bin jetzt gerade in der Feuerwehrstation. Das Rathaus gar nicht eingezeichnet, oder was? Ne, ich überlege gerade, wo das sein könnte, weil da habe ich bloß Hafen, da ist Industriegebiet, da ist Industriegebiet. Und ich schätze mal, da oben ist auch kein Rathaus. Ah, da oben. Nee, das ist ja Schule. Oder was hat denn das für ein Bei mir Dach? gehen zwei Schienen durch, drei Schienen durch die Stadt durch, gell? Das ist ein. Aber ich bin viel weiter in der City drinnen, gell? Ja, was meinst du drin nach Richtung Norden oder? Warte, lass mich kurz gerade aufmachen. Und la kurz Lambamil suchen. Wo war ein Lambamil, Alter? Da. Kann ich mit dir das Rathaus suchen?
Ich bin ja hier von oben irgendwo gekommen. Bin jetzt da bei der Feuerwehrstation. Da ist Lambamüll. Das kann nicht Lambamüll sein. Im Leben. Wenn du doch sagst, da ist ein Leuchtturm. Ja, da ist ein Leuchtturm. Leuchtturm am Hafen. Oder gibt es da noch einen Hafen, wo... Sogar mal ein Ortsschild. Ja, bei Elektro würden halt noch welche dastehen, aber nee. Also Elektro und Tscherno, denke ich jetzt immer schon davon aus. Ah, sorry, Tscherno habe ich jetzt gemeint. Elektro und Tscherno würde ich jetzt schon behaupten, dass du das wieder erkennen würdest. Ja, weil ich komplett woanders bin, mein Freund. Abgenutzt. Ah ja. Da wäre eine Kirche. Könnte schon Svetloisk sein. Was ist denn der Aktenkoffer für ein Zeichen? Office. Ja, toll. Was ich dann noch für Straßenschilder stehen? Oh mein Gott, wenn du jetzt wirklich ins Svetlo, ja, da wäre zumindest auch ein, da wäre auch ein Hafen und dann wären wir halt einfach in der gleichen Stadt gespawnt. PCK, oder? Nein, POACK. Was du suchst? Japan? Nein, ich suche nicht Japan. Ich suche da dieses Russisch da zu lesen. POACK. Wo zum Teufel ist das, wenn ich da bin? Ja, wenn du jetzt hier wärst bei Lamba. OPCK. Alter Schwede, wo zum Teufel ja, da bist du ist Novo, das? oder? Wenn du jetzt mit CK was meinst. In Hobo irgendwas? BOBCK? Nein, BOBCK habe ich nicht. Ich habe OBCK und BOACK zum Schluss. Finde das eh nirgends. Bin irgendwo da. Leuchtturm, das ist Tscherno. Ich bin da oben. Ja, der ist da oben in Svetloisk. Das kann nichts woanders sein. Ist da noch ein Leuchtturm auf der Seite, oder? Wenn Svetlo wäre, da wäre halt einfach mal außerhalb oder ziemlich, ziemlich außen wäre da ein Leuchtturm. Ja, da ist ein Leuchtturm. Bin in Svetloisk. Okay. OPCK. Hier steht wieder komplett was anderes. Was zum Teufel, Alter? Ich hasse das, wenn das auf Russisch da steht. Das kann nur das sein.
War das jetzt so direkt russisch? Sicher ist das russisch. Wie die Ortsschilder da beschriftet sind in-game. Nee, ich meine jetzt, was da jetzt gestanden ist. Ob das jetzt halt direkt eine Stadt war oder einfach bloß ein Fabrikgebäude, keine Ahnung. Habe ich jetzt so kurz gesehen dann. Warte mal. OPCK. Manu, bitte schlag mich nicht, okay? Wegen was? Kann das sein, dass sie in dem Patch Tscherno verändert haben? Wieso? Naja, es gibt nur eine Stadt. Ja. Die OROPCK am Schluss hat. Ja. Das ist dann Ja? Tscherno. Alter, das schaut nicht mehr aus wie Tscherno, Alter! Ja, wir sind ja mal durchgefahren und bei elektromäßig habe ich ein bisschen auch wieder was erkannt, aber Tscherno ist schon kritisch, das stimmt schon. Ja, ne? Ne, ich würde sagen, ja, da hat uns das Spiel mal richtig Fahrt von hinten genommen. Jo, danke dir auch. Und danke für den Host und danke für dein Follow. Lauf gut. Moment, also okay, du bist jetzt auch ein bisschen Tscherno. So. Ja, danke dir. Wahrscheinlich da westlich jetzt da, war da, ja, da ist da sogar Rathaus eingezeichnet. Wie war denn das jetzt hier? Da ist die Kirche. Ja, okay, ich bin sowieso Komplett Meilen oder woanders. Kilometer entfernt. Das ist auch wieder Premium. Ja, willkommen in DC, da schaut jede Stadt gleich aus. Also ganz ehrlich, das hättest du auch nicht erkannt, wenn du da mittendrin gespawnt wärst und die ganzen Player killst. So, jetzt ist bei mir keiner mehr im Chat, der aktiv schreibt. Ui. Tja, Manu, da Ja. hast du jetzt. Jetzt. Ja, das ist jetzt krass. Ne? Ja. Was soll's? Frage ist, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, Absolut was machen keine Ahnung. wir? Ich weiß doch auch nicht, Manu. Ding ist, wie lange haben wir da jetzt gebraucht, bis wir uns gefunden haben? 1,5 Stunden so circa. Locker. Dass wir Ja, dann, so. keine Ahnung, eine halbe Stunde miteinander rumgelaufen sind. Es könnte echt hingehen und jetzt so 20 Minuten zocken wir jetzt mit den Charakteren wieder. Echt geil. Nee, das ist. Boah. Das ist halt einfach mega nervig, wenn man zusammen DayZ zocken will. Da Alleine gibt's ist echt Leute, die überleben scheißegal. extrem lange gemeinsam. Von Was? da aus. Da gibt es wieder Teams, die können extrem lange gemeinsam überleben. Ja, Wenn man klar, es die. glücklich spawnen gleich nebeneinander. Ja, aber die anderen zwei, die haben halt jetzt eine Sniper-Waffe gehabt mit Zielfernrohr oder Visier drauf. Also die klatschen halt alles weg übers ganze Feld. Das ist auch klar. Klar, wenn die jetzt in der Stadt gewesen wären, dann hätte es vielleicht wieder anders ausgeschaut. Ja. Aber ich muss das Rohr mitnehmen. Das Rohr ist gut, ja. Das ist Nahkampfwaffe. Oh yeah.
Finde es halt echt schade, dass sie halt einen extra Slot für den Bogen gemacht haben, aber du kannst keine zweite Primärwaffe auf den Slot geben. Scheiße. Ja, wir können uns da also wieder ein bisschen equippen, aber Bin zufrieden für heute, ganz ehrlich, ich habe zwei Player gekillt. Mit einer Nahkampfwaffe. ja, das auch. Ich habe auch einen killen können. Das ist auch kein Problem. Also die Befriedigung war schon wieder da. Also check. Ich gehe Aber erstmal pissen. ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass ich das vielleicht immer noch machen würde. Ah, oh, das ist echt schade. Es ist jetzt nicht ärgerlich, dass wir jetzt gestorben sind, weil uns einfach zwei Spieler da auf offenem Feld weggenatzt hat. Das ist nicht das Problem, finde ich. Klar, die haben eine bessere Waffe gehabt und so. Hat man überhaupt keine Chance gehabt. Also ich habe da einen bloß gesehen und der zweite oder der dritte, keine Ahnung, wie groß die Gruppe einfach war. Die haben uns einfach weggehen. Das ist absolut kein Problem. Aber jetzt hat da wieder 1,5 Stunden herumzugurken, dass man sich vielleicht wieder findet. Das ist halt das Problem. Aber das ist halt einfach so in DayZ. Das ist halt gang und gäbe, dass man da einfach mal stirbt, aber Das ist halt das. das Problem ist halt einfach, wie das zusammenfinden. Also, oh, echt nicht schön. Guck mal weiter in Tscherno rum, was nicht mehr ausschaut wie Tscherno. Das ist halt echt unnötig. Ja, es ist das Spielerlebnis jetzt da, wo wir da auf dem Feld waren, wo wir abgeballert wurden oder wo wir Ja, welche mein Gott. abgeknallt haben. Also, das ist legendär einfach. Das Gefühl, gerade so ein Fight zu Klingt haben, gut. auch wenn man den verliert, das ist mir echt scheißegal jetzt gewesen. Da hat man halt einfach jetzt überhaupt keine Chance gehabt, muss man auch zugeben. Aber jetzt da wieder ewig lang herum. Also auch das Looten, überhaupt kein Problem. Wenn man jetzt wirklich sagen würde, hey, man spawnt in dieser Stadt, lootet da zusammen, equippt man sich wieder ein bisschen, dass man hofft, einfach eine Waffe zu finden und dann durchstartet zu zweit. Okay, aber ey, da jetzt, ich müsste wahrscheinlich 1,5 Stunden irgendwie da wieder runtergurken. Oder du irgendwie nach oben. Ja, ist ja sinnlos. Dafür, dass wir uns dann 30 Minuten oder 20 Minuten wiedersehen und dann wieder einer weggeballert wird. Oder beide wieder. Naja, es kann natürlich auch sein, dass wir zu zweit dann jemanden killen. Haben wir ja auch schon gehabt. Also, Ja. es ist hier ja Wird alles sicher möglich. passieren. Aber zusammen finden. Oh. Augenkrebs einfach. Ja, vor allem, weißt, wenn du es einfach sagen würdest, so wie in Arma. Machst eine Gruppe auf und du siehst immer, wo deine Gruppenmember sind. Weißt du, da musst du nicht lang immer dumm suchen, wo deine Mates Oh sind, ja. du bist. Da rennst du einfach in die Richtung und du kommst bei denen an. Das Fertig. stimmt. Warum konnte man das in DC nicht machen? Das habe ich echt gern gehabt. Ja, dass du keine Map hast, okay, lass mal anreden, bis du eine findest. Oder ein GPS oder so, ja. Aber das Gruppen, das sollte echt ein Gruppenmenü oder so einfügen. Ich schaue jetzt gerade mal, einfach mal, ob es noch irgendwelche Menüs gibt. Also so ein Z-Inventar oder so. Ich schaue jetzt gerade mal die Steuerung an.
Nicht, dass wir da jetzt irgendwas komplett übersehen haben. Scheiß Crafting-Menü. Gibt's wahrscheinlich ein Crafting-Menü irgendwo. Ah, die Gesten müsste ich auch mal ausprobieren. F1 Nö, ich schieße. Bis F10. Oder F1. Ich schieße die Leute gleich immer weg. Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Voll, da liegt wieder so eine Schrotflinte rum. Ja, leider. Der schaut schlecht aus. Ich glaube, selbst in Scum hat es damals schon Gruppenmenüs geben. Okay. Gut, da bist du halt auch so wie DC irgendwo gespawnt, aber du hast, glaube ich, auch eine Karte gehabt und du wusstest, in welchem Zirkel du gespawnt bist. Das heißt, du hast gewusst, okay, in D3 auf der Karte bist du gespawnt. Also, du hast dich zwar nicht gesehen, aber du wusstest, in D3 bist du. Ja. Ja, und dann hast du einfach nur die Richtung irgendwie bestimmen müssen. Ja, und, ja eben, und daran kann man sich ja irgendwie orientieren. Ja, egal, ob das jetzt so ein Waldstück ist oder ob das Straßenverläufe sind, also irgendwas geht da dann schon. Wo ist jetzt der Apfel hin? So, jetzt habe ich unter meiner Gasmaske noch eine Pilotenbrille. Richtiges Swagger, Alter. What the heck? Die ist da. Ach so, habe ich deine Birne jetzt aufgesammelt? Ah, ja. So, da hätten wir ein Gewächshaus, aber ich habe jetzt natürlich keine Samen. Super. Ja, kannst du deine Samen da drin versprühen? Das wollte ich auch mal ausprobieren, ja. Ob da was heranwächst. Ja, ein Unfugwachser. Ja, wahrscheinlich. Unfug und Ärger und unnötige Kosten. Oh, eine Sprite, nice. Ich habe auch eine kleine Tüte Reis gefunden. Selbst die Chinesen werden in dem Spiel befriedigt. Aber die braucht richtig viel Platz. Wie viele scheiß Kugeln ich schon wieder habe? Leck mich doch am Arsch. Wäre halt auch wieder interessant, das halt einmal zu kochen. Habe ich auch noch nicht geschafft. Was? Irgendwas zu kochen. Nicht zu braten, also über ein Feuer, sondern einfach kochen. Camping-Kochen meinst du das? Ja. Stimmt, wir hatten schon fast einen zusammen und dann bin ich, glaube ich, verreckt. Ja, wir haben zweimal fast einen zusammenbekommen. Ja. Aber war echt unmöglich hier. So, Manu, in welche Richtung muss ich jetzt rausrennen und mich in deine Richtung rennen? Ja, das Ding ist eigentlich nach Norden. Ich bin halt an der Ostküste. Bin in Ostküste, ich bin immer noch Lambermüll. Ehrlich gesagt, jetzt nicht so viel. Oder ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, wo ich genau in Lambermüll bin. Ob ich jetzt da im Westen bin oder direkt noch an der Ostküste, keine Ahnung. Ich schätze mal da oben, aber. Oha, Handschellenschlüssel. Als ob man den braucht. Aha, eigentlich nicht. Kann man sich einfach so befreien. Dauert halt nur ewig. Merkt dir keiner mit, wenn du dich gerade selber frei machst.
Du hörst nichts. Der macht auch nicht wirklich irgendwelche krassen Bewegungen. Ja moin, okay, das Rohr ist echt nice. Ach ja. Ich habe ein Batterieladegerät. Was? Ja, so ein Batterieladegerät habe ich da auch einmal in dieser Base gefunden. Konnte ich auch einfach mal ein- und ausschalten. Auch interessant. Ja, und ich bin hier. Das heißt, da drüben müssten die Schollen sein, genau. Wir beide eigentlich so mehr oder weniger in den Stuhl drin hängen. Ja. Oh. Ich will selber nicht wissen, Alter, was machst du jetzt? Ja. Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir heute mal zum letzten Mal dann auch gezockt haben, Daisy. Kann ich so weitergeben, ja. Boah, da hat mich gerade das Wasser erschreckt, Alter. Da kam auf einmal so eine Welle. Ich denke mal, seit wann gibt es Wellensounds? In dem Teddybär ist nur Papier drin, Alter. Was soll denn das? Eine Tomate. Nice. Komm, wenn wir schon einen Ushanka nehmen, dann nehmen wir auch ein weißes Ushanka. Wie bekomme ich da sau viel neues Stuff jetzt mal zu sehen? Das Kit hatte ich schon extrem oft in der Hand. Es ist vieles, was ich wahrscheinlich auch nie brauchen werde. Aber interessant. Ich hab schon Auto Repair Kit auch schon gehabt. Also ein Reifen Repair Kit. Ja, okay, ja. Ja, da will ich jetzt nicht überall hoch. Raus. Da liegt ein Hook. Da liegt noch eine Gasmaske. Ja, was ist da, wo ich den Player gekillt habe? Wenn, dann ist er schon wieder despawned. Da wäre jetzt höchstens ja noch der Plan gewesen, also dass ich da einfach mal beim Basebuilding ein bisschen gucke, was da so geht. Aber ja, da wäre es halt eigentlich auch schön, wenn wir zusammen wären. Ja. Alter, ich glaube, da geht das das Arbeiten dann auch schneller. So, wenn ich von Cherno hinten rausrenne, da ist das Ganze. Ich müsste jetzt mal noch eine Pistole finden, weil da Magazine habe ich schon 5 Stück. Das ist jetzt auch so ein komischer Military-Spot mitten bei Cherno in der Nähe.
Ja, ein Ding wäre halt noch nice, diese Helikopter-Spots da. Anscheinend ist da echt guter Loot. Oder es war bloß jetzt Zufall, dass da noch andere Spieler waren. Wer Ne, ich glaube, das weiß. ist einfach guter Loot. So, ich bin wieder bei einer Military Base. Magazin, Tarnnetz, hier eine Waffe. Aber keine so rechte Waffe, Pistolenschalldämpfer, M4A1 Schulterstück. So, ist das euer ja Ernst? Bist bei einem scheiß Militärlager und findest nur Sachen für Waffen, die du noch nie gesehen hast. Ich habe noch nie eine M4A1 gesehen. ja, Okay, so ein eine SG. Sturmgewehr, holy moly, das wäre mega nice. Eine Feindschaft. Also wenn ich meine SG5K finde, dafür hätte ich ein paar Magazine. Und ein paar Mods. Heck? So, ich sperre mich doch trotzdem noch mal kurz ein. Und dann schaue ich Da liegt immer, wo zumindest ich noch hingehe. Metallblech. So. So, Da jetzt war bin ich bei der Militärbase. anscheinend. Das heißt, oh, boah, da bin ich in die. Boah, da weißt du, wie weit ich zur Ostküste muss. Fuck my life. Oh yeah. Ja, es ist. Also heute werden wir sich nicht mehr treffen, weil auch wenn wir jetzt halt Ist. so anfangen, den Weg entlang zu rennen oder so, ist. Nee. Zu heavy. So, ich glaube, da war ich jetzt schon. Ja. So fassmäßig kann man das. Ne, das kann man nicht einstecken, oder? Ich glaube nicht. Aber wie zur Hölle hat der dann so in seiner Base so ein Fass gehabt? Das war ja auch cool. Wahrscheinlich aus Metallblech gecraftet. Ja, wahrscheinlich. Na, ihr habt sie in Metallblech schon gefunden. Ja, stimmt. So, Industriegebiet, Häuser und da die Häuser müssten da drüben sein. Ja, da haben wir die Schienen. Das heißt, wir sind hier. Da sind die Häuser. Ah ja. Ja, dann schauen wir mal die Häuser noch an. Ja, weil wenn ich da die normale Pistole wieder finde, dann bin ich da auch schon wieder zufrieden, weil dann habe ich
Ja, Magazine habe ich auch schon on master. Ich hab 9911. Aber keine Ahnung, welches Magazin da reingehört. Ja, Sturmgewehr, oder? In der M1911, das ist eine Pistole, oder? Okay. Ja, das ist normalerweise 45er. Normalerweise Punkt 45er Kaliber, aber da ist nicht mal ein Magazin drin, das heißt, ich kann nicht mal ausprobieren, welches Kaliber da reingeht. Ja, könnte es höchstens eine Patrone immer reinstecken. Ah, ne, da habe ich lieber meine Shotgun. Ja, klar, wenn es die hast. Die macht dann mehr Sinn. Cool, auf dem Funkturm liegt haargenau neben 9-11. Ja, Funktürme sind auch immer Militärs-Loot, oder? Militärspots. Halt Waffen und so. Aber also. Ich bis jetzt nie wirklich was. Ja, eine SG5K habe ich mal gefunden, aber sonst. Ja, da musst du Glück haben, aber da findest du eigentlich immer allerhand Magazin und Munition. Du musst halt echt Glück haben, dass dein Zeug halt da dabei ist. Jo. Das stimmt. Wo renne ich jetzt hin? Da oben wäre eine Elisport. Ich glaube, da renne ich mal hin. Im schlimmsten Fall sterbe ich beim Versuch. Ja. Das wäre jetzt auch nicht so tragisch. Ich habe jetzt irgendwie so einen Ohrwurm, keine Ahnung. Hattest du noch nicht gerade noch einen anderen Ohrwurm? Habe ich aber leider schon Nee. wieder vergessen, das steht. War das immer der Navy schon? Ja, heute schon. Gestern war es der Berg ruft. Ja, oh, was mir gar nichts sagt. Ich kenne da bloß, gibt es da nicht irgendwo so einen Film oder so? Oh. Oder. Ich glaube, das ist einfach bloß so ein Bergsteiger. Ah, das ist doch der Bergsteigerfilm, freilich. Wo sie dann immer sagen, ja, der Berg ruft. Es gibt auch eine Serie oder einen Film, die ist relativ alt und das heißt Das Boot. Ja, Serie kenne ich jetzt nicht. Aber den Film natürlich. Ein deutscher Film. Er geht um ein U-Boot. Ja, der ist echt nice. Ja. Aber ja, die Serie wäre, glaube ich, im Moment auch auf Netflix. Und so, ja, ich hab letztens auch gesehen, dass man auf Netflix auch meine Anime-Serie schauen kann. Kann man eigentlich auf Netflix die Sprache selber einstellen oder hat man dann, wenn du jetzt zum Beispiel in Deutschland wohnst, immer Deutsch? Nee, also wenn es wirklich freigeschaltet ist, dann kannst du auch Originalton und kannst auch einstellen. Also Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch oder so. Ja, das würde mich nämlich interessieren bei meiner Serie, dass ich die, also bei der so Anime-Serie, da, dass ich die mal auf Englisch schaue, weil auf Deutsch habe ich die jetzt, glaube ich, schon dreimal durchgeschaut. Ja, am einfachsten wär's, du würdest mir einfach kurz den Namen sagen. Ich schaue rein, ob ich da auf Englisch umstellen kann und dann weißt du da Bescheid. Kann ich dir dann sagen, ja. Aber ja, eigentlich ist schon, also gerade bei den Ami-Serien, da kannst du eigentlich immer auf Originalton, also auf Englisch umstellen. Ja, ist ja eigentlich von, ich glaube, ist der Anime ist ja eigentlich japanisch. Gut, welcher Anime ist nicht japanisch? Ja?
Oder puh. Da. Ja, bist relativ schnell durch beim Aufzählen. Das wäre das erste Mal überlegen, ja. Weil der ist echt gut. Also in meiner Art mit Roleplay und also, ne, so MMORPGs zu tun, ist schon geil. Ach, Kompass habe ich jetzt nicht, oder? Nee. Ich könnte auch hier bei der Kurve sein. Gehe ich da mal Habe wieder gerade keine Ahnung, wo zurück. ich bin. Gerade schon wieder eine Pistole gefunden. Die, was du mal hattest, die Annihilator. Oder so irgendwie hat die geheißen. Okay. Oder? Amphibia, okay. Ah ja. Da ist auch ein Magazin drin mit. Ich glaube, die hat Punkt 22 gebraucht, oder? Genau, ja. Oh, davon hätte ich sogar noch ein paar. Da wüsste ich halt wieder nicht, wohin mit meiner Shotgun. Weil meine Mosin will ich irgendwie nicht weggeben. Ach, ich bin hier. Hier, dann muss ich da hin, Alter. Ja, moin. Cool, die Shotgun will sich sogar da raus. Lass ich die M1911 auch noch da. Zieh die Pistole da. Zieh die Pistole da drauf. Könnte ich eigentlich da die Shotgun reingeben? Nur ein bisschen umschlichten. Ja, eigentlich eine Nahkampfwaffe? Nein, oder? Ja, ich finde aber auch die Waffen hier in der Standalone finde ich auch ein bisschen blöd. Da fand ich halt die Marker drauf oder so, fand ich nice. Oder einfach so die Waffen, die man eigentlich so die ganze Zeit benutzen, irgendwie, weiß auch nicht. Null Bezug irgendwie zu denen. Wie viel 22er Rounds ich habe, 50 Stück. Da passt noch mit 10 Schuss ins Mag. Ja, nice, aber jetzt ein bisschen. Kann ich dann. Kann ich, nein, kann ich nicht, oder? Kann da nicht noch einen Schalldämpfer drauf packen? Nee, geht nicht, schade. Das wär's ja jetzt. So, da liegt ein Dosenöffner und zwei Pistols, ja. Und meine Shotgun liegt jetzt in meinem Inventory. Ja, von meiner Pistolmäßig habe ich mal einen Schalldämpfer drauf gehabt, das war nice. Aber Schalldämpfer habe ich auch bisher erst ein einziges Mal gefunden. Ich habe schon ein paar gefunden. Ja, stimmt, du hast einfach mal so zwei Stücke mal irgendwann mal gehabt. Ich hatte auch mal einen Gewehrschalldämpfer. Nur kein Gewehr. Das war das Problem. Wenn ich jetzt für die Amphibia eh 50 Schuss habe, dann will ich ein bisschen mit der Amphibia rumschießen, oder? Und fröhlich. Aber die hat nur ein 10-Schuss-Magazin, das heißt 10 Schüsse und dann kann ich erstmal wieder Kugeln reindrücken. Boah, da Kugeln in ein Magazin, also Patronen in ein Magazin reindrücken, boah, das ist mega anstrengend, oder? Oh ja. Dadurch, dass ich bei mir beim Nachschubsunteroffizier war und wir einmal schießen waren, Alter, wer durfte die ganzen Magazine auffüllen? Ich und mein Kamerad sind gesessen neben ihm und haben die Patronen in die Magazine reindrückt, Alter. Wie steppert. Ja, das ist ja auch eine Beschäftigung dann. Ja, ich meine, wir haben da näher auch schießen. Wir durften ja wenigstens gleich als Erster schießen. Aber, oh, Alter, bis steppert.
Wann hat er uns braucht in der Früh? Ja, schaut, dass um 6 Uhr in der Früh schon da seid, weil dann fahren wir gleich rüber zum Schießstand, dann können wir gleich alles vorbereiten, bevor die anderen da sind. Ja, um 6 Uhr in der Früh. Oder ich habe mir gedacht, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Das heißt, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Ich fast eine Stunde dorthin gebraucht habe. Also mal in die Kaserne. Mach die Tür zu, danke. Ja, aber das Real-Life-Schießen, das war schon cool. Shit, ich habe wieder einen Tabak. Ein Ist genau, Tabak. ja. Ein Tabak. Ja, dann Reconnector. Ja, das Ding ist jetzt, das so DayZ war jetzt eigentlich auch schon wieder nice. Das Ding ist, keine Ahnung, ich müsste mir halt echt mal angucken, irgendwie Scum oder irgendwie so ein anderes Game mal. Ob das vielleicht einmal Sinn macht. Aber. Das Gamm spielst du auch nicht lange, das kann ich da jetzt schon sagen. Ja, das auch, aber eigentlich grundsätzlich bin ich jetzt auch mal wieder mit den Survival Games, also vom Bist du DayZ-Genre befriedigt? Art her, bin ich jetzt auch schon wieder, ja, bedient. Das reicht eigentlich dann auch wieder. Man kann nicht wissen, wie viele Zombies da gerade unten stehen. Wir haben jetzt da auch wieder fast die komplette Woche Nur durchgezockt. DayZ gespielt, ja. Also jeden Abend DayZ, genau. Weiß jetzt auch nicht, ob ich das vielleicht irgendwie auf YouTube mal packe, keine Ahnung. Das hast du beim letzten Mal DayZ auch gesagt in deiner ersten Folge. Wo es auf YouTube dann hochgekommen ist, oder? Ja. Da hast du das auch in der ersten Folge gesagt, du weißt nicht, ob du das bei YouTube hochladest. Bam, erste Folge war schon oben. Was sind Hm. diese Kack-Zombies, ey? Ja, warum jetzt eigentlich nicht? Weil ich wollte auch bei DayZ wollte ich auch keine Musik jetzt oder Song Request wollte ich jetzt auch nicht drin haben, weil da musst du ja trotzdem eher mal aufpassen auf irgendwelche Schritte oder wenn du irgendwas hörst, dann. Wenn du da was überhörst, ist nicht so geil. Also, ja, warum nicht? Im Moment glaube ich, also, ich glaube, bei The Forest war ich Hast du auf auch jeden keine Fall schon Musik jetzt drauf, oder? bei der Session, wo ich den Pavillon kaputt gemacht habe. Also, nee, Ja, das war die beste Also Folge. die komplette, Die ja. komplette Brücke einfach mit Genau. einem Baum. Alles weg. Und da haben wir sich dann eigentlich die Gleiter noch gebaut und dann ausgelockt. Und jetzt weiß ich nicht mehr, ob da jetzt bloß noch eine Session war oder zwei sogar. Aber das ist dann eigentlich auch Hinten war bald dann durch. auch nicht mehr. Ich habe eine Zucchini gefunden. Was? Ja, und ich bin ja auch wieder so circa 14 Wochen in Vorausplanung bei den YouTube-Videos. Also ich Ich habe die plan. Funktion gar nicht bei meinem. Ja, das kommt dann erst noch, ja. Aber ich bin, glaube ich, jetzt auch schon beim 1. Februar müsste ich angelangt sein. Beim 1. Februar. Du weißt schon, wir haben erst Jänner. Ja, 19. Aber ja, trotzdem, Ah, einen also. Monat noch. Was? Noch einen Monat, dann kommt endlich Metro raus. So. Bin schon mega gehypt auf das Spiel. Ja, das glaube ich dir. Du hast es auch auf der Game City, glaube ich, gar nicht mehr angespielt, oder? Weil du hast dich dann zu Hitman 2 gestellt. Hätte ich wahrscheinlich dann einfach so eine halbe Stunde noch zocken können. Und ich hätte nach einer halben Ja. Stunde hätte ich wahrscheinlich immer noch nicht gecheckt, was ich machen soll. Ja. Check, check, check. Ja, gut. Hitman ist aber auch ein Spiel für sich, ne?
Ja, da will ich aber, ich glaube, das, wie heißt der, Hitman Absolution, glaube ich, heißt der Hitman Teil. Absolution, ja, das habe ich auch. Das habe ich aber, glaube ich, auch nur drei, vier Missionen gespielt. Dann haben wir gedacht, so, ja, nee, danke. Ja, das Ding ist, das habe ich selber nicht, aber das wird mir halt beim Family Share, wird mir das halt mit angezeigt. Und das habe ich, glaube ich, die erste Mission oder so habe ich, glaube ich, auch mal damals gemacht. Weiß aber nicht mehr, warum ich da nicht mehr weitergemacht habe, keine Ahnung. Aber ja, wäre sowieso wieder zuerst was anderes geplant. Wenn ich mir Hitman Absolution anschauen will, dann schau ich es von Beats mit, Alter. Damals, wie das Hardy gespielt hat. Hat er alles durchgeplant. Extrem lange vorbereitet und dann sieht ihn so eine Wache alles für den Arsch. Ja, das stelle ich mir aber auch schwierig vor, wenn du das dann direkt zockst, wie es das machst, also ob du die ganzen Fails auch mit rein, also drin lässt oder so, keine Ahnung. Weil das halt einfach mal eine halbe Stunde oder so gleich mal im Arsch oder was ist eine Stunde bei Hitman eigentlich. Wenn du alles wirklich durchplanst und oh. Ich habe wieder mit Essen und Trinken ausgesorgt. Ja, bei mir auch. Alter Schwede. Alter Schwede. Dann laden wir die Amphibia wieder nach. Das eine Magazin, das ich habe. So geht's mir auch gerade. Irgendwie die Luft draußen. Aber komplett. Weißt, so wäre es ja geil, aber wenn du dich immer wieder suchen musst und die. Wie das manche Leute auf Dauer durchhalten, das verstehe ich halt echt nicht. Ja, die werden halt meistens dann trotzdem alleine zocken. Ja, die spawnen halt, sie sitzen halt wahrscheinlich gemeinsam im Teamspeak. Und gluten sich halt hoch. Und treffen sich dann mal irgendwann. Oder haben eine Base, wo sie sich dann treffen oder so, keine Ahnung. Ja, entweder da labern die dann bloß im Teamspeak und Discord irgendwie miteinander, einfach bloß zur Unterhaltung. Und jeder zockt eigentlich dann für sich. Aber ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Das finde ich irgendwie auch nicht so, was war dann. Für was sorgst du dann noch gemeinsam im Teamspeak? Ja, echt so. Da steht ein Auto. Ich glaube, das war schon das, was du mal ausgekundschaftet hast. Ja, Zündkerze und zwei Räder fehlen. Ach so, Zündkerze war beim vorherigen Charakter. Mist. Alles ist wert drinnen, weißt du? Auto, Kühler, Batterie, Zündkerzen und zwei Räder würden fehlen. Ja, die Zündkerze liegt bei mir oder liegt jetzt auf dem Feld, denke ich mal. Die wird auch derjenige nicht mitgenommen haben. Was braucht die Winchester für eine Kugelgröße? Braucht wahrscheinlich Winchester-Kugeln, oder? Winchester hätte ich fall sogar auch. Weißt du, welche Kugeln da Aber ich reinpassen? bin ehrlich, ich hoffe, da noch nicht ausprobiert. Hey. Jetzt, wenn ich Okay, da mal lass es die, weil die gucke. liegt nämlich in dem Auto da drinnen.
Zündkerzen, Alter. Boah, bis die gefunden hast. Habe ich schon mal welche gefunden? Ich glaube, ich habe schon mal welche gefunden. Die habe ich dann extra liegen lassen und mir gedacht, für was soll ich die mitnehmen? Ja, du hast da mal welche gefunden, hast du mal gemeint. Wie viel Sprit hat das Ding überhaupt? Ich glaube, ich bin tot. Hä? What? Was? Ich bin tot. Wegen dem Auto? Ja, weil ich ins Auto eingestiegen bin. Lol, das ist total in den Boden reingebockt. Ich habe nichts gemacht, ich wollte nur einstellen. Ja, dann. Ich respawn jetzt nicht mehr. Es gibt anscheinend immer noch Bugs. Ja, ich glaube, dann machen wir so langsam mal Schluss. Keine Ahnung, weil wir hängen, glaube ich, jetzt auch seit einer halben Stunde einfach bloß noch so herum. Was? Haben eigentlich nicht mehr so viel Bock auf das Game. Soll ich schon mal verlassen? Ja, es ist echt Wahnsinn. Ich hätte nie gedacht, trotzdem ein kleines Fazit. Ich hätte nie gedacht, dass ich noch mal so mich reinfuchse hier in DayZ. Ja, ich auch nicht. Also die ersten Tage, das war eigentlich schon wieder eine saugeile Erfahrung, muss man einfach sagen. Gar das, also anfangsmäßig, wie ich selber Arma 2 DayZ gezockt habe, das war, da habe ich glaube ich wirklich im Schlaf, dann bin ich da die Route weitergelaufen damals. Also das war richtig krass. Da habe ich alle Tipps und Tricks-Videos angeguckt, auf was man alles achten muss und so. Das habe ich beim DayZ Standalone eigentlich überhaupt nicht gehabt. Da habe ich einfach bloß so die Spielerfahrung halt gemacht. Aber nee, es war wieder eigentlich eine schöne Woche, muss man so mal im Nachhinein sagen. Wir haben wieder viel erlebt. Ich wollte einfach mal ein bisschen in DayZ mal wieder reingucken, was es so Neues gibt, was vielleicht alles, was vielleicht anders gibt oder anders gepatcht wurde. Ja, es gibt Aber halt schon Vorteile, die das Spiel jetzt hat. Aber, ne, sowas wie du setzt dich in ein Auto rein und bist dann tot. Ja, weil du nichts mehr machen kannst, sowas finde ich halt echt. Ja. okay, bei, also meiner Sicht mäßig habe ich gar nicht mal so viele Bugs gehabt, aber du bist ja einfach mal gestorben, weil dich zwei Z oder noch ein Zombie angegriffen Ich hat hatte und nur, mich hat ein Zombie in 3 Hits praktisch gekillt. ja. Aber geil. Deshalb. Ja, nee, dann würde ich sagen, dann machen wir hier einfach mal dann Schluss. War eigentlich schon wieder, kann man einfach sagen, es war eine geile Zeit. Wir haben auch, ich habe eigentlich am ersten Tag eigentlich schon gemeint, das wird nicht einen Monat lang Nee. anhalten. Das kann 2 Tage gehen, Daisy, das kann eine Woche gehen, wie jetzt halt bei uns. Aber dass man da jetzt halt Monate drin verbringt, das habe ich mir damals schon gedacht. Ja, Aber vor allem Wochen. ja, wenn es so trotzdem immer wieder andere Erfahrungen machst, weil wir haben jetzt halt leider nicht so viele Erfahrungen machen können, weil wir halt eigentlich nicht weit gekommen Waren uns sind, aber eigentlich die ganze Zeit immer nur am Suchen. ja, das glaube ich auch immer ein bisschen das Problem bei uns, ja. Beim Dann Arma haben wir uns gefunden und dann sind wir verreckt. bei Arma 2 DayZ war es halt noch bei manchen Servern cool, weil dann konntest du wirklich sagen, ich will jetzt bei Tschernos spawnen oder ich will da oben spawnen im Norden. Das ist, war auch noch ganz okay, weil dann sagst du immer, hey, lass uns beide in Elektro spawnen und dann schauen wir mal, Ja. was sich so ergibt.
Aber. Gut, das war ja, da habe ich auch gerne immer Arma 3 Exile gezockt. Weil gut, da bist du auch, wenn du, glaube ich, gestorben bist, bist du auch random, glaube ich, gespawnt. Ich glaube, das war aber auch auf Arma 3 Extra war es, glaube ich, auch von Server zu Server wieder unterschiedlich. Ja, aber du hattest wenigstens, ich meine, ja, wie wir da angefangen haben, da die Zombies, die waren echt okay von der Stärke her. Aber du hast halt, musstest halt immer mit Schusswaffen spielen, weil die Nahkampfwaffen waren für den Arsch. Ja, das schon. Aber du hattest halt immer wieder deine Save Points praktisch. Weil du hast halt die Sachen verkauft, was du nicht gebraucht hast, hast Geld dafür bekommen, bist gestorben, bist zum nächsten Händler hin, hast eine Bombe gekauft, Munition oder bist du in die nächsten Städte gerannt. Ja. Du hattest immer einen Backup-Plan. Da, du bist da gestorben und dann hattest du halt nichts mehr. Ne? Ja, aber Nichts, was du investieren kannst. das habe ich heute auch immer gemeint. Also, da wir jetzt, also dass wir jetzt auf dem Feld gestorben sind, das war überhaupt, für mich überhaupt kein Problem. Die waren einfach Ja, für besser mich dran auch. mit besseren Equip. Das, okay, da sind wir einfach gestorben. Aber das Problem war halt bei uns wieder, dass wir uns eine Stunde oder so suchen müssen. Hätten wir wieder suchen müssen, ja. Oder dann überhaupt einmal wieder zu gucken, wo man eigentlich ist. Da muss man sich auch erstmal wieder orientieren. Klar, das gehört auch dazu, finde ich auch gut, aber das kostet alles eigentlich sau viel Zeit und nur dann ein paar Situationen als Erfahrung dann mitzunehmen. Hey, ich habe jetzt den Typen dann gekillt. Uff. Ich weiß nicht, ob es das dann immer so wert ist. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Vor allem, ich höre meinen gerade rumjammern, dass ihm kalt ist, weil ich kurz gespawnt bin. Und ich hocke jetzt im Hauptbildschirm und höre ihn jammern, dass ihm kalt ist. Ja, aber kältemäßig gab es doch nicht, oder? Keine Ahnung, Also. warum der da die ganze Zeit rumjammert. Okay. Keine Ahnung. Ja. Man muss einfach mal gucken, vielleicht werden wir in einem halben Jahr, vielleicht ja, vielleicht mal wieder in DayZ reingucken, vielleicht gar nicht mehr, vielleicht mal in ein anderes Game, ein ähnliches Game, mal gucken, vielleicht mal Scum oder wenn mal wieder irgendwas anderes rauskommt, was Neueres. Dass man da vielleicht immer reinguckt, die überhaupt in dieses Genre DayZ. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, DayZ ist hier mal. Ist hier mal Schluss fürs Erste. Und wird dann eigentlich mal so den Stream dann beenden. Okay, dann vielen Dank fürs Zusehen und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.